Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Ist ja eigentlich mal ein ganz guter Plan, ne? Einfach die Pokémon benutzen. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Benutzt Pokémon! Wir sind in der Pokémon-Welt. Was benutzt du, um die Welt zu erobern? Keine Ahnung. Atombomben, Waffen. Nein, scheiß drauf. Pokémon benutzen. Viel geiler. Hör mir Style. Traumatus und Zubat. Du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen? Yes! Da wollen wir mal gucken, was du so alles dabei hast. Wenn man vom Teufel spricht. Ist aber gefährlich, weil wegen Konfustrahl. Finde ich doof. Mag ich nicht so. Und da kommt er auch schon. Ich glaube, das haben die so einprogrammiert, dass der Konfustrahl immer am Anfang kommt. Oh, ich muss mal kurz was einstellen. So, da bin ich wieder. Dönerblitz. So würde ich meinen Dönerladen nennen, wenn ich jemals einen aufmachen würde. Dönerblitz. Und dann als Logo so ein Magnetilo. Ach nee, Akta, darf ich nicht. Darf ich nicht. Finde ich allerdings auf der Ebene gut, aber auf anderer Ebene total scheiße. Ich würde als Wissenschaftler arbeitslos, wenn das durchkommt. Echt, werde ich. Wir müssen das Rad nochmal neu erfinden, Kinder. Und es darf nicht rund sein. Sonst kommt Apple nämlich und meint, nein, nein. Hat Apple irgendwas Rundes hergestellt? Bestimmt. Ach, Bosch erreicht Level 36. Ich glaube, eine Viertelstunde nehme ich nur auf und dann war's das. Ich will zumindest das ganze Gebäude hier clear haben, bevor ich da zum Endgegner marschieren kann. Dieser verdammte Präsident, warum will er ausgerechnet mich nach Tixie schicken? Tixie? Was ist das denn? Leute, weiß einer von euch, wo Tixie ist? Kam das irgendwann später in den ganzen Pokémon-Folgen raus? Was ist Tixie? War das nicht die eine von Chip und Chap? Nee, das war Trixie. Okay, das wird jetzt ein bisschen einfacher, denke ich. Es wird so ein Wechselspiel zwischen Thrombose und Bosch, so wie sich das auslegt hier. Ich glaube, das klappt. Donnerblitz. So, zack. Gib ihm Knie. Wäsch. Und da kommt Magneton. Dann wechsle ich nochmal zurück. Ich bin ja flexibel. Magneton gegen Thrombose. Angriff mit Fegekick. Das ist das Fegeprinzip. Alle Linguisten unter euch. Hey. Hey. Daumen hoch. Oder ich mach mal ein auf Herr Tutorial. Daumen hoch, wenn ihr heute schon zum Klo gegangen seid. Daumen hoch. Abonnieren, favorisieren. Daumen hoch, wenn ihr heute schon geschissen habt. Daumen hoch, wenn ihr heute schon geschissen und an mich dabei gedacht habt. Oh Mann, ich bin schon wieder der Einzige, der sich darüber amüsieren wird. Aber das ist mir egal. Das ist mir total egal. Los, Thrombose, zurück. Koronne ist ab dafür. Psychokinese. Yeah. Yeah. Auf wie Hardcore. Nudel besiegt Forscher. Das hätten wir. Und ich glaube, bald sind wir durch. Obwohl, da waren noch so viele Stockwerke. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal im 5. und es gibt 10. Nudel findet KP Plus. Das muss ich auch gleich mal reinschmeißen. Ich habe ja keinen Platz mehr im Inventar. Und der Computer ist auch voll. Das ist total scheiße, wisst ihr das? Gesu ist gestiegen. Die jünger Gesu. Oh, wisst ihr was? X-Treffer, das schmeiße ich in den Müll. Das kann ich da gleich mal liegen lassen. Das brauche ich nicht. Weg. Yeah. Braucht denn sowas? Okay, hier links gibt es nichts mehr. Ja, da hatten wir ja nachgeguckt. Und jetzt gehen wir noch mal ein Stockwerk rauf. Oder war hier rechts noch was, wenn man da so runter geht? Nee. Rein gar nichts. Das ist nur so eine unsinnige Nicht-Abkürzung. Ach, und er ist bestimmt wieder einer von den Brüdern, ne? Die vier Rocket-Brüder.
Da ist er auch noch stolz drauf. Das müsst ihr euch mal geben. Das müsst ihr euch mal geben. Der ist stolz darauf, einer von den vier Rocket-Brüdern zu sein. Ich will sagen, lass mal gut sein, ihr Rocket-Brüder. Das klingt ein bisschen homo. Das will ich nicht. Wie gehe ich weiter vor? Ich mache mal Doppelkick. Ich überlege. Ob ich nochmal ganz nach unten gehe und mich heilen lasse. Allerdings weiß ich nicht mehr, welches Stockwerk das war. Das kann auch hier gewesen sein. Theoretisch. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe das vergessen. Aber das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich wurde ja auch wegteleportiert. Und Spielberater habe ich auch nicht zur Hand. Ich kann auch mein iPhone nicht einfach benutzen und sagen, vielleicht noch mit Siri. Das wäre ja geil, wenn ich da einfach reinsprechen würde. Hallo iPhone, ich bin's. Sag mir mal bitte, auf welcher Etage von Silvco das Massageinstitut ist. Und dann sagt das Siri dann... Oh, 6. Das wäre super. Das wäre super. Du bist ganz schön mutig. Rocket möchte kämpfen. Oh, radikal. Meine Güte. Da bin ich ja total im Nachteil gerade. Oh, 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 oh. Hilfe. Oh, jetzt Arbok. Kann der nicht mal dabei bleiben? Es ist so anstrengend, immer zu wechseln. Und da kommt Bosch. Mit dem Dönerblitz. Oh ja. Ich habe hier noch viel Spaß in der Silvco. Smogon, möchtest du wechseln? Nee. No TRX. Donnerblitz. Yeah. Ich hab nen Ohrwurm. Ich mach einfach so weiter. So, alles weg mit Donnerblitz. Zack. Muss drücken im Gesicht. Jetzt taucht er nicht. Bam. Und Nudel besiegt Rocket. Ja, warum muss ich eigentlich heilen? Ja, Licht aus, genau. Ich glaube, das ist so der Dr. Knogger von den Ganzen. Das ist der Lustige. Das ist so der Ernie. Wenn man so das Team Rocket als Kapitol sieht, hier ist es gefährlich, du wirst mich nicht retten können. Ich biete mich an. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Silvco oder unsere Pokémon übernehmen würde. Und da links ist doch Pfanne. Das ist doch Pfanne. Pfanne, hallo Pfanne. Hey Pfanne. Das ist doch Pfanne da drüben, oder? Das war Pfanne. Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Vielleicht fange ich mir damit einen Taubsi oder sowas. Weil ich es kann. Ich bin so Porno, ich mach das. Ach, und er versteckt sich hier hinter der Blume, weil er kurz schiffen oder was ist mit ihm los? Calcium. Könntest ja theoretisch auch eine Packung Milch saufen, aber das ist egal. Das machen wir nicht, schmeckt sowieso nicht. Thrombose spät ist geschieden. Ja, das war natürlich jetzt unsinnig, ne? Brauche ich ja eigentlich bei ihm gar nicht. Haha, du dachtest wohl, ich arbeite für die Silvco? Nein! Ich bin Team Rocket, Mann. Der Forscher setzt Elektroball ein. Los, Thrombose! Strombose. Ah! Kein Finale eigentlich daneben gehen. Das wäre ja so richtig belastend. Okay, das war jetzt aber auch nicht so der große Brüller. So, Kochanis, den Rest machst du. Slimog kann in diesem Spiel sehr nervig werden. Wenn er nämlich diesen komischen Komprimator da einsetzt und auf einmal klein wird und ich den nicht mehr treffe. Hier habe ich noch nicht so Fähigkeiten wie Gesichter oder so, damit ich irgendwas habe, mit dem ich den Gegner dann erkennen kann. Nee, das funktioniert nicht. Wenn du einmal deinen Fluchtwert erhöht hast, dann wassert. Feierabend, ich gehe nach Hause. Oh! Das ist auch so. Ich glaube, diese Etage ist die Trottel-Etage. Kommt mir gerade so vor. Hier sind nur die komischen Rockets. Ich gehe mal einen kurz hoch. Ich glaube, das war schon die letzte. Oh nein. Oh Mann. Kinder, warum quält ihr mich hier so? Der Türöffner hat die Tür entriegelt. So, runter mit dir.
Nudel findet TM03. 03? Das sagt mir was. Was ist denn das? Kenn ich ja auch nicht. Schwerttanz. Okay, nee. Freunde. Was haben wir denn noch an Zeug hier? Ich schmeiße jetzt einfach mal einen Hypertrank auf Thrombose. Bats. Bingo! Ja, da muss noch nicht mal Michael Türnau ansagen. Das kriege ich auch so hin. Ein Hund im Büro! Das ist ja Kündigungsgrund auf 4 Pfoten. Ein Skandal, sowas. Sandan, da den kriege ich doch auch kaputt. Da brauche ich nur Thrombose, Doppelkick und fertig ist. Bam, bam, bam. Sandwirbel schlug natürlich fehl. Als wenn ich einen Kampfsportler da mit Sand in den Augen. Nee, das geht mal gar nicht. Niemals, niemals. So, Sandama. Sandama, Sandama, Sandama. Nee, da bleibe ich. Da bleibe ich, da bleibe ich. So, Doppelkick. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen schwer. Warum kann er mich vergiften? Warum kann er das? Wieso? Hier, so geht das. Ey, komm, ganz ehrlich. Das ist doch wohl jetzt Ergebnis Kosmetik. Zack. Nudel besiegt Rocket. Na toll, ich hab verloren. Mann, dann schmeiß ich eben mein Studium. Oh, scheiße. So. Wie viel Stockwerke hat der Scheiß hier denn? Und guck mal, noch eins. Ach du Kacke. Da bin ich ja in 3 Tagen noch nicht fertig. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte, oder wie sieht das aus? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich könnte, glaube ich, theoretisch schon zum Endgegner hinlaufen, aber ich mache das nicht. Ich muss hier alles mitnehmen. Oh ne. Ich mache jetzt erstmal hier die Tour. Dann gehe ich hier nach Norden und... Nee. Dann bin ich hier so links lang. Runter, links. Und hier waren die Betten, genau. Moin! Einmal Handentspannung. Mit Happy End. Oh, nochmal. Ich bin gerade gut dabei. Danke. Für alle meine Brüder. Für meine Homies, Mann. Das sind alle meine Homies, die hier bei dir schön ins Bettchen hüpfen. Ich bin gerade ziemlich weit oben, ne? Ich muss weiter runter. Hatte ich dich schon? Nein, natürlich hatte ich dich noch nicht. Moin! Endstation, bis hier und nicht weiter. Anstatt, dass die mal stärker werden hier. Nee. Er kann bestimmt auch nichts, genau. Fängt an mit dem Radikal. Super Idee. Also, Kinder, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich musste eben mal meine... Was ist hier los mit meinen Zähnen auf einmal? Ich warte darauf, dass Radikal weg ist, dann kann ich wieder sprechen. So, ich musste nämlich ganz kurz mal meine Heizung anmachen. Mir wird hier nämlich langsam kalt. Ich mache auch nur noch diesen einen Kampf und dann ist Ende. Kann ich euch versprechen. Mehr hier bitte erstmal nicht. Habe ich wieder eine Dreiviertelstunde aufgenommen, obwohl ich in meine Klausur fahre. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde. Aber, hey, ist doch überhaupt so wie gesprungen. Die halbe Stunde hätte ich sowieso irgendwo nochmal verloren. Also, was soll das? Wird alles völlig überbewertet. So, Zubat wird besiegt. Bosch, der hat null Erfahrungspunkte gefühlt. Golbat, das wird doch wahrscheinlich ein bisschen besser sein, ne? Versuchen wir es mal. Donnerblitz, Ultraschall. Ich tue mal so, als würde ich mich entscheiden müssen. Aber eigentlich muss ich die ganze Zeit nur A drücken. Weg. Golbat wird besiegt. Bosch erhält Erfahrung. Da kommt Radfratz. Nee. Hätte ich eigentlich machen können, aber ist mir jetzt egal. So, wird meine Heizung langsam warm? Ja, sie wird langsam lahm. Langsam, das ist so schön. Schön warme Heizung. Heizung, Heizung, Heizung. So. Hatte ich den schon? Ja, euch hatte ich schon alle, ne? Ach ja, hier war das Stockwerk der Verrückten. Welches Stockwerk ist das denn, wenn ich mal so zählen darf?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wer? Ich fahre jetzt mal ins Sechste. Hallo. Gucken, hat sich was verändert? Warum hat das so lange gedauert? Warum? Erzähl's mir. Warte nur, meine Brüder werden mich... Ich hab schon alle Brüder kaputt. Also von daher, die können mich nicht mehr so viel kaputt hauen. Die sind alle schon krepiert. Und im nächsten Part geben wir uns mal dieses Stockwerk. Mal gucken, was hier so auf uns lauert. Schlimmer als das darunter kann es ja eigentlich gar nicht sein. Und ich sag tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Mad Baron. Bye. 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 Bye.